Wir sagen mal für ein, zwei Tage Tschüss zum Z. Und da hinten steht was, was wir jetzt bekommen. Sehr geil, sehr geil. So, wir versuchen noch mal wieder den Emotion Start. Mal gucken, ob der klappt. Ich finde diese Animation da auch immer geil beim Starten. So, und laut dem lieben Internet, so, das ist mal ein Kontakt, hier mit dem Rädchen, fokussieren wir auf Sport Plus. So, weil dann ist nämlich auch die Abgasanlage auf laut. Fokussieren wir hier drauf, bitte. Dankeschön. Keine Lust drauf. So, dann ein Hebel hochziehen und dann gleichzeitig auf Start. Mal gucken. Oh, ja, ne? Kleiner Tipp, man muss die Bremse treten. Okay, nochmal. So, Sport Plus. Bremse getreten halten, hochziehen. Sehr geil finde bei dem AMG ist hier die Tür, ist einfach nur dieses Stück, alles andere. Weil bei den normalen Autos geht es runter gefühlt. Hier haben wir so eine hohe Leiste und dann ist nur dieses Stück die Tür. Zeige ich aber gleich nochmal. So. Und dann erstmal hier oben die Heizung anmachen. Schönes Panoramadach. Wir stellen wieder um auf Komfort. Da geht die Klappe auch zu, vielleicht hat man es direkt gehört. Und dann warten wir mal kurz bis minimal Öltemperatur ins Auto kommt, beziehungsweise die Umdrehung unter 1 droppen. Hi, mein Name ist Ali, danke fürs Einschalten. Wir haben heute einen AMG GTC, Baujahr muss ich jetzt lügen, 220 glaube ich, also auf jeden Fall die neue Generation mit dem coolen neuen Lenkrad, mit dem Touch hier und dem ganzen Zeugs, Volldigital-Tacho, 557 PS. Und was machen wir heute damit? Wer schon mal auf meinem Channel war, weiß, es geht hauptsächlich um Fotografie, ein bisschen Videografie. Und wir müssen zuerst das Auto waschen. Waschzeug ist da. Das Auto ist echt dreckig. Kann auch coole Vibes geben. Aber ja, es hat den ganzen Tag eigentlich nicht geregnet. Ups. Jetzt, wo es aber wahrscheinlich... jetzt wo ich das Auto waschen will, wird es wahrscheinlich regnen, aber jetzt tröpfelt es gerade. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ihn waschen. Tropfen sind nicht halb so schlimm. Tropfen sind nicht so schlimm, aber da ist wirklich so dreckig das ganze Zeug. Können wir nicht gebrauchen. Plus Waschstraßenshots sind immer geil. Das ist der Plan für heute. Auto ist gleich mal soweit mal kurz ein bisschen zu fahren. Dann wird es gewaschen und dann fahren wir zur richtigen Fotolocation. Also es gibt dann zwei Locations, zwei Videos. Also zwei Mini-Carpons, zwei Fotoshootings. Und das ist der Plan für heute. Also, let's go. Seid gespannt. Ich bin richtig hyped auf diesen Auto. Dieses Auto. Ich wollte diesen Wagen sagen. Ja, dieses Auto. Bis gleich. Wobei, während das Auto gerade ein bisschen an Öltemperatur bekommt, dass wir gescheit fahren können, kann ich euch hier mal ein bisschen zeigen, was gibt es so bei dieser Generation Mercedes. Also erstmal mit dieser Seite hier kann man hier dieses Display hier kontrollieren. Wenn man jetzt hier aufs Home geht, kann man hier rüber, darüber gehen, sagen, alles mögliche Fahrzeug, guck, was da ist, da sieht man quasi, kann man möglich alles mögliche einstellen. So, hier wieder zurück und über diese Seite hier, sieht zwar fast genauso aus, hier kann man Tempomaten so einstellen, aber das kontrolliert quasi die Seite. So, wenn man hier einmal rüberzieht, kontrollieren wir, welche Seite wir ändern wollen. So, wenn wir jetzt mal hier, sage ich mal, was ändern wollen, da gibt es verschiedene Fenster, dann sehen wir unsere Modis, in was wir gerade drin sind. Öltemperatur, Wassertemperatur und halt eben Boost. Hier gibt es Boost bei beidem, plus sieht man hier halt eben die KW und die Newtonmeter, die wir halt eben haben. Plus halt eben hier Tempomat, das ganz normale Zeugs. Was auch noch sehr, sehr, sehr geil ist, sind diese Knöpfe hier unten. Hier kann ich Start-Stop ausschalten. Hier kann ich Klappe auf- und zu machen. Und hier kann ich meine Sachen ändern. All diese Einstellungen, zumindest hier von Sportmodi und, kann man genauso aber auch hier in der Mittelkonsole machen. Hier kann man lauter, leiser machen, Start-Stop, hier kann man den Spoiler rausfahren, Klappe, Traktionskontrolle
und alles Mögliche kann man immer manuell schalten. Was doch sehr spaßig ist, mit dem zu schalten, muss ich schon zugeben. Ist echt cool. So, und so sieht es quasi das Interieur aus. Hier haben wir die AMG Sportsitze drin. Das sind keine Recaros wie im GTR oder so. Ja, Sitze sind okay. Also jetzt nicht mein kranker Fall, sage ich jetzt mal so. Plus, was halt eben geil ist, haben wir Panorama da. Die Sitzheizung schaltet man hier oben an. Das ist auch richtig geil. Ausgeschaltet ist es hier oben im Dach mit Alcantara. Hier vorne haben wir ein schönes Leder mit der weißen Ziernähte. Burmester Soundsystem. Also ist alles ist sehr, 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 sehr geil ausgestattet mit diesem Mattblau. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ja, ist echt cool. Also seid mal gespannt. So, Auto ist soweit, damit es mal fährt, ohne es zu quälen. Und dementsprechend fahren wir los. Bis gleich. Vielleicht hört man es, es ist sehr, sehr windig und ich bereue gerade meine Entscheidung sehr. Aber jetzt sind wir schon da. Sachen sind ausgepackt. Ich hole direkt auch das Gimbal raus. Weil ich will, wenn ich so später eingefilmt habe, so ein bisschen, genau, ich habe meinen Karten davon drin. Dürfte recht cool aussehen, aber schönes Auto, oder? Was sagt ihr? Ich freue mich so sehr auf die Bilder. Ich sage euch, ich bin dumm, es ist so kalt. Es ist so kalt. So, also, Plan ist jetzt so, wir waschen einmal kurz, wir machen das Auto kurz nass, dann kommt Seife drüber. Dann machen wir kurz ein Pound von der Seife, machen zwei Fotos. Eventuell müssen wir nochmal Seife machen, nachdem wie schnell ich mit dem Carbon fertig bin. Und danach trocknen wir es ab und eventuell kommt ein Clean Carbon. Vielleicht wenn das Auto da drüben steht dann mal. Dürfte recht cool aussehen, so mit dem Stadt und so. Sehen wir jetzt gleich. Okay, das ging aber schneller als gedacht, oder? Egal, einfach nur kurz so den ersten Dreck absprühen. Jetzt kommt die Seife drauf. Und ich klappe auch jetzt alles direkt, ohne dass das Ding spackt. Es geht schon los. Gimbal Control Pro. Ich habe es gerade eben kalibriert. Das war ja mal beschissen. Das Gimbal ist absolut rotzig kalibriert, warum auch immer. Jetzt holen wir die Kamera raus. Dumm eigentlich. Aber ja, weil wir wollen ein paar Shots machen. Das ist wichtig. So, wir gehen jetzt mal auf 70 mm. So, jetzt sehen wir hier erstmal 2,8. ISO 1250, 35 mm. Und dann setzen wir das Auto hier in diese Ecke. Einmal nach Hochkant. Aber da gehen wir auf 70. Gehen wir noch ein Stück zurück. So, dann gibt es den klassischen Frontshot. Da machen wir alles. Warte, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Wenn wir doch schon. Running lights haben, Daytime. Wobei ich finde gerade. Ja, da muss man ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen. Jetzt sind wir nämlich auf 1,80. Dann stören die nicht mehr so arg. Hier einen kurzen Detail-Shot von innen. Lichtern, wenn die eh schon an sind, sind sie gerade ausgegangen. Dann noch mal nach hinten, weil hinten sieht sie fast am geilsten aus sogar. So, dieser fette S. Ja, das sieht absolut geil aus. So einen kleinen Detail-Shot von der Ecke.
Schauen wir nochmal natürlich einen quer. Ein Retail-Shot vom GTC. Vom AMG natürlich auch. Mit dem roten. Sieht echt sehr, sehr geil aus. Gehen wir noch kurz auf 35 mm. Machen von hier hinten noch einen Shot. Machen wir wieder die Lichter an. So. Das ist aber wirklich sehr, sehr schöne Details. Gucken wir, dass wir die alle mitnehmen. Wichtig. Wichtig, wichtig. Ich finde, so sieht es eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr düster und sinister aus. So ohne Lichter, wir machen deswegen beide. Hör mal Lichterchen an. So, perfekt. Eventuell noch hier so ein Half-Shot. Sieht auch sehr geil aus. Was ich immer krass finde, ist, wie lang die Motorhaube von dem Ding einfach ist. Also ich würde sagen, fürs Erste ist das mal okay. Wir waschen das Auto jetzt mal wirklich. Und dann machen wir gleich weiter. So, Auto ist jetzt mal gewaschen. Ich mache noch ein, zwei Shots, während das Auto nass ist. Und dann wird es endlich abgetrocknet. Meine Hände sind ja fast blau. Das sieht man nicht durch die farbigen Lichter hier. Danach stellen wir ihn hier hin. Und dann fahren wir erst zur richtigen Location. Hui, aber Auto ist sauber. Wunder, wunder, wunderschön. Und für all die, die es interessiert, so sieht der Motor davon aus. Ziemlich weit hinten, das ist eine Plastikabdeckung, natürlich gebaut von Gelu Westhöfer. Gelu. Okay, noch nie gehört. Da hinten sieht man die Turbos im Hot V, nennt man das. Die genaue technische Funktionsweise, wie, wo war es, keine Ahnung. Aber Hot V, Motor, Mitte des Wagens, deswegen ist es ein Front-Mittelmotor. Es ist kein Frontmotor, weil die Vorderachse ist hier. Es ist zack. Und es ist so ziemlich dann die Mitte des Autos. Ja, absolut brachial das Ding. Sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil aus. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Plastik. Weil bei so einem Auto könnte man das doch noch schöner lösen. Oder? Was denkt ihr? So, jetzt haben wir eigentlich fast immer dieselben Bilder gemacht. Jetzt machen wir noch ein schönes 70 mm Shot vom Mercedes-Logo. Ich bin eigentlich kein Fan von Straight-Up-Shots, aber so eine Makrolinse wäre jetzt ganz gut. Aber die sehen eigentlich recht gut aus, die Shots. So, bekommen wir hier noch durchs Fenster. Das hat eigentlich auch was. So, wir machen später natürlich gescheite Interieur-Shots, aber so sah es ja mal recht lustig aus. Okay, jetzt kommt Auto trocknen. Und dann noch dahin stellen und dann geht's weiter. So, dann starten wir mal das gute Ding. Bin ich überhaupt im richtigen Modus? So, erstmal kurz auf 4K umgestellt. Endlich mal wieder im Warm. Das war die Zeit sogar. Meine Hände sind tot. Gefühlt schneit. Es ist ja 6,5 Grad, aber es sah gerade so aus, als würde es schneien, aber es ist halt nur Nieselregen. Meine Hände sind schau. Bilder sind
so out of cam, wenn ich sie jetzt mal so einschätzen kann, ich bin nicht ganz happy damit. Vielleicht so eine 6 von 10. Mal gucken, was ich am Rechner von meiner Seite aus quasi retten kann. Kann sein, dass sie für euch so sagen, wow, boah, voll geil, aber ich finde sie jetzt gerade nicht so toll. Irgendwie, ja, North Borders hat beim letzten Video gemeint, so, man muss sich warm shooten. Das stimmt halt wirklich so. Man muss sich wirklich erstmal so wieder reinkommen und shooten. Ja, so die ersten paar Schüsse gehen meistens irgendwie ins Leere, so. Ja, jetzt haben wir hier zwei Locations hier gemacht. Jetzt fahren wir noch zur dritten Location, da wo ich eigentlich schon die ganze Zeit hin wollte. Machen da noch ein, zwei Shots. Eventuell noch kurz das Video fertig. Mal gucken, wie da meine Motivation noch dazu ist, weil das ist echt anstrengend bei der Kälte. Aber ich will mal nicht weiter rumheulen. Ich meine, immerhin. Sitze ich in dem AMG. Also, man kann sich auch anders schlechter beschweren, ne? Also, let's go. So. Was sagen wir zum Parkhaus-Sound? Ja, okay, so viel kommt gerade irgendwie nicht. Mal vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie tief der ist, aber der Z würde ich es graben. Aber so richtig krass kommt jetzt dieser Sound nicht rüber, oder? Also im ersten. Oh, oh. Oh, okay, wir drehen mal noch kurz eure Ehrenrunde. Oh, ein Kompakt zwar, aber. Oh, Scheibe. Oh no, jetzt will sie nicht fokussieren. Oh, jetzt. Oh, das gibt ein geiles Bild. Sekunde. Ich hoffe, der Kollege steht hier noch gleich, wenn wir hier fertig sind. Mit dem Auto. Das war schon schick. Ist zwar ein Compact, ich bin kein großer Fan von dem Compact, aber sehr schön gemacht für der E36. Also, ja, ich habe da schlechtere Builds gesehen, ne? Ist schön clean. Der Camber vorne ist krass. Mal hier mal so. Wir machen gleich mal eine Ehrenrunde. Das sieht echt geil aus. Das sieht echt cool aus. Das sieht zwar cool aus auf dem Ding, aber es ist kalt, deswegen machen wir hier ein, zwei Bilderchen. Davon haben wir ja schon gedreht, habt ihr schon gesehen. Hier geht's jetzt nur Bilder. Bis gleich. So, da das Auto jetzt gerade die ganze Zeit stand, fahren wir jetzt das Auto so ein bisschen. Okay, ist zwar nicht heiß, 90 Grad Öl, 60 Grad Wasser, also ist Normaltemperatur. Wir fahren trotzdem ein bisschen, dass das Auto ein bisschen frischen Wind bekommt. Und meine Point-of-View-Cam ist mittendrin ausgegangen, beziehungsweise der Speicher war voll, weil ich vergessen habe, beim Waschen die auszumachen. Ja, ich würde glaube ich dann waren es halbe, dreiviertel Stunde 4K-Footage, wie ich das Auto wasche, stehen bleibe, versuche das Gimbal zu kalibrieren. Das habt ihr natürlich alles nicht gesehen. Ja, die Bilder laufen gerade, während wir hier gerade zusammen uns unterhalten. Sagt mir, wie ihr die Bilder fandet. Ich muss sagen, die Bilder ganz zum Schluss waren wieder dann okay. Aber so richtig wow war es meiner Meinung nach jetzt nicht alleine so vom Out of Cam.
Edit kann halt schon sehr, sehr, sehr viel machen, gerade wenn man nachts mit Lichtern und so zum Spielen hat. Ist immer geil, aber so jetzt out of cam, dieses Artistic war jetzt nicht so krass das Feeling da, sag ich mal. Vielleicht, ja, ich kann's, weiß jetzt auch nicht ganz warum. Jedenfalls, war aber trotzdem lustig. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen so einen kleinen Pull machen, aber es ist halt wirklich nass. Und ja, bei fast 600 PS, 557 PS, sorry. Ja, sagen die Hinterräder sofort so, ja, keine Lust, ne? Ja, war lustig, war spaßig. Ich habe meinen Spaß mit dem Auto gehabt. Wird sad, wenn ich wieder abgeben muss, aber dann habe ich wieder mein Set. Also kein allzu schlechter Trade. Und von dem Aspekt her hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und von meiner Seite aus war es. Macht's gut und ciao, ciao! I got the cash in the bag, stadium pack, born a rockstar in this life gone.